we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're overfocused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Gut, ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Aufnahme machen. Das Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss! Hallo, wir sind wieder zurück und ich glaube, das geht hier gleich in den Anfang einer Folge. Deswegen will ich gar nicht so viel sagen, sondern einfach gleich starten. Hier sitzt Anna noch in unserem Wagen. Ich erinnere mich ja, wir sind zur Unfallstelle gefahren, wo Nick getötet wurde. Oder nicht getötet wurde, das wissen wir ja noch nicht. Das vermuten wir eventuell. Ja, aber wo Nick gestorben ist quasi, dahin sind wir jetzt gefahren. Und Anna ist mit uns, denn sie weiß ja jetzt alles. Ja. Best to leave her alone. It's a lot to take in. Also sie hat ja auch uns mit Dennis seiner Leiche gesehen, also... Ja, es ist alles, sagen wir mal, ganz schön bescheiden momentan. Ich guck mal hier, wohin wir überhaupt müssen. Ich denke, wir müssen nach unten gehen, aber man kann ja auch mal nach hier oben latschen, oder? Schauen wir mal. Komm, renn ein bisschen, Sam. Benzinfleck. Ach so, müssen wir doch nicht nach oben latschen? Weiß gar nicht. Ist der Unfall jetzt hier oder auf der anderen Seite passiert? Ha, gute Frage. Naja, dann schaue ich mir mal das hier an. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Haben die den Benzinfleck nicht weggemacht? Ich meine, da kommt doch dann eigentlich immer so... Kommt doch so ein paar Leute, die das dann wegmachen. Naja. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Okay. Gut. So weit nach hinten sollen wir nicht. Ja. Sieht immer so aus, aber ich glaube, hier ist eine Wand und hier dürfen wir auch nicht weiter. Da hinten leuchtet halt irgendwas, so ein Strahl. Ich glaube, das soll nur so ein Sonnenstrahl sein, aber es sieht so aus, als wäre da irgendwas Geheimnisvolles. Naja, ich glaube, dass hier nicht irgendwo was versteckt ist. Okay, ich latsche wieder runter. Gucken wir, was wir hier haben. Tierspuren. Ein kleines Tier, zu dieser Jahreszeit vermutlich ein Fuchs. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Aber die Spuren führen nicht bis zur Straße. Nee, die sind nur hier. Und verschwinden dann irgendwie wieder hier so rein, okay. Ich denke mal, der Fuchs war es nicht. Hier ist noch ein... Huch, hier kann ich nicht durch. Ein sehr massiver Busch und ein Baumstamm. Hinweis hinzufügen können wir hier machen. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Ja, das stimmt. Außer Nick hat nicht aufgepasst und ist... Weil er vielleicht auf Sadie geguckt hat, irgendwie von der Straße abgekommen. Aber so wie die Nick beschrieben haben, war er ja jemand, der sehr, sehr vorsichtig war. So kann ich mir das
nicht vorstellen, vermutlich. Gut, ich guck mal, was wir hier noch haben. Bevor wir dann die Straße da runterlatschen. Gibt's hier noch irgendwelche Geheimnisse? Vielleicht? Hier irgendwas? Also sieht erstmal nicht so aus, als wäre hier irgendwas, aber doch, wir haben hier was. Aha. Die wollten uns erst verarschen, aber wir lassen uns nicht verarschen. ein Autoteil. Das hat sich beim Aufprall gelöst. Leichte Brandspuren. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Ja, dann haben die ja das auch nicht gefunden anscheinend, dieses Autoteil. Haben die dann hier überhaupt mal abseits der Straße überhaupt irgendwie Untersuchungen gemacht oder so? Ach so, hier. Hier ist ja vermutlich dann von da oben hier runter. Gegen den Baum oder wie? Sieht so aus, weil das Auto hat ja gebrannt und hier sind Brandspuren. Also ist der vielleicht in der Kurve da? Ah, der ist bestimmt. Guck's mir dann gleich unten an, aber ich schätze mal, er ist in der Kurve hier irgendwie vielleicht zu schnell gefahren und dann da runter. Genau. Da runter, ja. Gefallen mit dem. Ach, gefallen, ja. Ich weiß nicht, wie man sagt. Darunter gerast. Wir haben hier einmal die Kurvenschilder. Ein Hinweis. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? Ja, irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass die Schilder, beziehungsweise, also die so weit oben abgebrochen sind, müssten die nicht eigentlich, wenn da so ein Auto drüber fährt, viel weiter unten abbrechen? Also, dann würde doch da bestimmt nicht mehr hier diese kleinen Stämme noch, diese Teile davon noch stehen, oder? Bin aber auch kein Experte, was Unfälle angeht, also, keine Bremsspuren. Ja, das ist auch komisch. No skid marks, no trace of sudden braking. Weil eigentlich, wenn man so schnell in eine Kurve reinfährt und merkt, dass man die Kontrolle verliert, würde man ja vermutlich noch abbremsen, ne? Ich bin guter Detektiv. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Ja, ja, das ist vermutlich wahr. Wir haben hier noch. These road signs are intact. Not a scratch on them. Naja, es sieht so aus, als wäre halt da runter. Hier noch ein Hinweis. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Ja, ich merke gerade, dass ich schon wieder meine Kopfhörer falsch rum drin habe. Irgendwie ist das, glaube ich, so ein Ding bei mir. Passiert mir andauernd. So, wir haben hier noch Gras. Hallo? Es geht mal wieder nicht so richtig. So. The fire shouldn't have been able to spread that far. Wieso? Ist das Gras hier verkokelt oder wie? Also hat er schon vorher angefangen zu brennen, der Wagen. Das macht ja dann auch nicht wirklich Sinn. Zumal ja sowieso eigentlich Wagen nicht so schnell in Flammen aufgehen, oder? Also ich weiß nicht, ob ich da falsch informiert bin, aber ich hatte mal gehört, dass es gar nicht so geläufig ist, wie uns das in Filmen immer oder überall dargestellt wird, dass Autos sofort in Flammen aufgehen. Aber wie gesagt, also ich kenne mich halt bei dem Thema auch absolut nicht aus. So, dann gucken wir uns die Brandspuren hier an. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Okay, und dann haben wir hier noch den verkohlten Baum. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Ja. Das war dann also so, wie wir uns das hier schon ausgemalt haben. Also der ist da von da oben irgendwie da runter gecrashed und an den Baum. Und dann ist sein Auto in Flammen aufgegangen, was ja halt alles ein bisschen merkwürdig ist. Das Ding ist, irgendwie müssten ja dann die Hinweise mehr da oben eigentlich sein, weil irgendwas muss ja
da oben passiert sein, dass er hier die Kontrolle verloren hat, oder? Liege ich da gerade falsch? Also wir haben ja irgendwie noch nicht alle Hinweise hier aufgesammelt. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob da unten noch... Nein, okay, da sind keine mehr. Das heißt, haben wir jetzt alle schon? Nee, haben noch nicht alles. Ich glaube, das würde uns auch angezeigt... Also würde uns angezeigt werden, wenn wir alle Hinweise gefunden hätten. Ja, dann wird es jetzt schönes Rätselraten hier. Was, ja... Ich hoffe, da ist nicht allzu doll versteckt. Hier irgendwas. Nee, hier kommen wir nicht runter. Sind überall so... Da ist so ein... Ja, kaputtes Auto und heruntergekommenes Auto und heruntergekommenes Haus. Eigentlich sieht es schön aus, aber auch sehr... verlassen und... traurig. So, hier an dem Stein vielleicht irgendwas? Nö. Ja, also, falls ich hier den Hinweis übersehen habe und einfach an dem vorbeigerannt bin, dann schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Gerade. Kann ich mit Anna nochmal reden, vielleicht? Kannst du die nochmal befragen? Best to leave her alone. Nein, kann ich nicht. Okay. It's a lot to take in. Gut. Hier ist noch das Schild. Nö, da können wir auch nichts machen. Das haben wir uns schon angeguckt hier. Hier haben wir ja auch schon alles fertig geguckt, oder? Holzstück betrachten. Das haben wir betrachtet. Das haben wir betrachtet. Und den Hinweis, den haben wir da schon aufgenommen. Joa. Okay. Hier haben wir den Baumstamm. Den hatten wir auch schon. Und die Spuren. Und sonst, denke ich mal, ist hier nicht. Oder? Ja, das war kein Hinweis. Alles klar. Sonstiges noch. Haben wir hier noch irgendwas? Ich meine, wir dürfen ja eh nicht hier so weit hoch. Ach so. Straßenschild. Gut, das war's. Hups, naja. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Ja, okay. Also das Ding ist. That's all the information I need. Time to put everything together. Wenn er diese Straße jeden Tag gefahren ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er diese Kurve nicht kennt und zu schnell rast. Das glaube ich auch. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Also meinte er, wenn es das Tier gewesen wäre, wäre er vermutlich weiter vorne reingecrasht, oder? Denke ich mal. Okay. Also wir haben Nick einmal hier. Betrunken? Achso, das, er hat quasi schon
das alles so zusammengesetzt, wie wir das beim letzten Mal haben wir das selbst gemacht. Jetzt hat er es schon so gemacht, wie die Polizei das vermutet hat oder in ihrem Bericht drinstehen hat. Und wir gucken uns jetzt mögliche Szenarien an, wie es sein könnte, wenn andere Umstände geherrscht haben hätten. Er war bewusstlos? Weiß ich nicht. Ich bin noch am Überlegen. In Brand geraten oder ein Benzinleck? Keine Verbindung. Okay. Also ich denke mal, das Hindernis war nicht der Fuchs. Deswegen würde ich das jetzt erstmal ändern. Das Auto fährt gleich in uns rein hier. Ich denke, es gab kein Hindernis. Tatsächlich. Okay, dann wäre er also darunter einfach so. Dann hätte er die Kurvenschilder nicht hier mitgenommen. The road signs were damaged. Two of them torn and burnt. Dann wäre er zu früh quasi rein. Alles klar. Also, wir machen... Whoops! Gefährlich hier. Wir machen das Nick... Nee, dass da kein Hindernis war. Und das Auto hat vielleicht vorher schon im Brand gesteckt. Wie soll das jemand während der Fahrt im Brand stecken? Oder Nick? Nick war bewusstlos. Gucken wir mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. But Nick's car did burn. I know that. Also das stimmt eventuell schon mit dem Bewusstlos, aber das Auto hat auch noch... Es hatte vermutlich ein Benzinleck. Geht das dann so schnell in Flammen auf? Oder hat es dann noch jemand im Nachhinein angezündet? Benzinleck vielleicht? Können wir jetzt das... How could the signs have burned during the crash then? Okay, also war es vorher schon im Brand und er war schon bewusstlos? Aber wie fängt ein Auto so schnell Brand? Und Nick war noch bei... Ja, lassen wir ihn erstmal bewusstlos. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick,
he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house.